Herzlich willkommen zurück, Leute, bei Dragon Ball Sidokan Battle. Heute im Bosskampf gegen den neuen Bardock, der eigentlich Super Saiyan Bardock sein sollte, denn er verwandelt sich, aber egal. Wir kämpfen hier gegen ihn mit einem Androiden-Team und ja, was soll ich jetzt zu diesem Team sagen? Ich habe mir wieder was sehr Buntes einfallen lassen. Ich habe mir gedacht, bevor ich hier den neuen C13 einfach so zeige oder die 10.000 Teams wahrscheinlich, die Teams, die ihr schon zum 10.000. Mal gesehen habt, werde ich euch nicht zeigen. Stattdessen habe ich wieder was einfallen lassen. Ich leade hier sogar mit denen hier. Mit diesen, ich nenne es einfach mal Team Androids, also 16, 17, 18. Und ja, ihr seht, wir haben ganz viele Cells dabei. Wir haben Ella Cell dabei, wir haben den Ella Cell dabei und wir haben den Ella Cell dabei. Und wir haben noch den Cell dabei, der von der Stärke her wahrscheinlich auch locker mit einem LR mithalten kann. Ihn haben wir noch dabei, einfach nur ihn zu zeigen. Er wäre natürlich der stärkste Leader gewesen, weil 170% gibt, aber egal. Und ja, warum dieses Team? Also zum einen, die ganzen Cells sind alle unglaublich stark, alle flowen sehr gut, auch dieser Free-to-Play macht sehr viel Spaß in der Kombination. Die will ich endlich zeigen, die sind auch hammergeil, ihn will ich zeigen. Und ich sag euch eins, ich habe früher Androids nie gespielt, also ich hatte ja schon alle Android-Lieder, die es gibt, auch den physischen C17 und sowas. Aber, was ich jetzt wirklich sagen muss, warum ich Android so gerne spiele, es ist ein Sandkasten. Es gibt so viele Android-Units, ich hätte auch Margin 21 reinnehmen können. Oder was weiß ich wen, die ganzen Versionen, noch andere Versionen von Cell. Ich hätte die anderen C13s, die hier ECA bekommen, reinnehmen können. Und so weiter und so fort. Es gibt so viele Androids. Deswegen, dieses Team ist so bunt und vielfältig spielbar. Ich könnte es jedes Mal neu zusammenbasteln. Es macht immer noch Spaß. Trotzdem versuche ich hier einigermaßen eine gescheite Rotation hinzukriegen. Die Frage ist, wie machen wir das? Eigentlich müsste ich Cell mit Cell und Cell mit Cell reinschicken. Und C13 und die Team Androids rotieren jedes Mal raus. Wir schauen mal, was wir draus machen. Jetzt fangen wir an mit Oha. Wie ich jetzt schon sehe, zig C13 an dem erste Form-Cell rum. Soll nicht unser Problem sein, dann schicken wir ihn einfach nach vorne, hat ja auch Typenvorteil. Dann der Cell hier, der sowieso ein Monster ist. Und C13 kann gleich von Anfang an zeigen, was er drauf hat. Wirklich ein geiles Team. Wie gesagt, ein bisschen bunt, ein bisschen ungewöhnlich. Aber ja, ist auch der Sinn meiner Bosskämpfe in letzter Zeit, ne? Bestimmt schon seit jetzt ein paar Monaten, dass ich immer so ein bisschen ausgefallene Teams bis ganz komische Teams zeige. Lol, fast direkt gewone-shottet. Und jetzt kommt er, ja! Unglaublich der Schaden. Unglaublich. Direkt weggeputzt. Ich werde mich schon gar nicht mehr darüber beschweren, dass die Bosskämpfe viel zu einfach sind. Ich meine, ich mache das schon seit 2 Jahren und irgendwie habt ihr das schon 1000 Mal gehört. Aber ja, der Bosskampf ist auch hier wieder viel zu einfach. Also der stellt wirklich gar keine Herausforderung dar. Und ich habe eigentlich gehofft, dass dieser Cell hier mit dem anderen Cell zusammenfällt. Deswegen trennen wir den mal ganz kurz. Dann sehen wir gleich den 12-Key-Finisher und direkt im Anschluss den 18-Key-Finisher. Und von dem Cell kriegen wir sogar auch gleich den 18er zu sehen. Sehr nice. Sehr nice. Okay, mal schauen, wie weit es geht. Also, der Finisher ist auch ziemlich geil. Ich finde es so geil, wie am Ende der Gegner am Boden liegt, er noch so läppisch reinkickt und dann ja hier, bumm, mit dem Fingerbeam richtig, richtig herabwürdigen. Richtig einfach, genauso wie man die Androids einfach kennt. Also, aus der damaligen Saga. Natürlich sind beide dann relativ nett geworden, aber ihr wisst, was ich meine. Der 18er, der 18er geht auch ordentlich ab. Kommt natürlich noch die 16er dazu, auch richtig cool. Ist wahrscheinlich der brutalere so, weil der stärker ist, also auch von dem, was dort inhaltlich passiert. Aber ich finde den 12er einfach bitchiger. Der ist einfach ein bisschen herabwürdiger. Und wir sind übrigens schon fast den ganzen Kampf durch. Holy shit, Alter. Ich krieg gar nicht mehr meine Cell-Rotation zusammen, die ich eigentlich wollte. Sprich, Ella Cell mit Ella Cell. Ja, welchen meine ich jetzt? Natürlich die beiden Final Forms. Der Cell hier geht auch richtig ab in diesem Team. Eigentlich auch 90% Leader, ein bisschen veraltet. Aber dadurch, dass er halt mit den ganzen anderen Ella Cells sich so viele Links teilt, gehen die alle ordentlich böse nach vorne, was die Power angeht. Also wirklich. Oh, wir kriegen einen ab und... Ah, okay, nochmal mal weggesteckt. Ja, hier, 2,2 Mio. Ist schon ganz nice hier mit den Cell Juniors. Auch ein richtig schöner SA dafür, dass du mit in Anführungszeichen so alt ist. Schon recht ordentlicher SA für die damalige Zeit. So, dann kommt jetzt wieder der STR Cell. Schade, ich hätte mir echt gewünscht, dass wir den Int Cell und den physischen LR Cell zusammenbekommen hätten. Egal. Jetzt haben wir noch endlich das Comeback von C13. Nach diesem Angriff hier von erste Form Cell. C13 lasse ich dann wahrscheinlich jetzt mit den Team Androids in einer Rotation, denke ich mal. Oh, Bardock hat es überlebt, nicht schlecht. Ja, okay. Der Friend ist Rainbow Star, deswegen lassen wir ihn vorne, hat auch Typen Vorteil. Also nicht Vorteil, aber kein Nachteil, weil der C13 hat Nachteil, den brauchen wir im nächsten Kampf. So, dann ab in die finale Phase. Ja, wie gesagt, der Kampf ist viel zu kurz, um dieses Team jetzt wirklich zu präsentieren. Aber ihr seht es ja schon. Alle haben SA. Die ganzen LR kommen locker auf ihre 18 Key-Finisher. Also dieses Team float ungemein. Und wie gesagt, den C13, den ich jetzt so provisorisch da rein operiert habe, könnt ihr durch jeden ersetzen, den ihr wollt. Ihr könnt auch erste vom Cell natürlich. Der ist natürlich auch nicht der beste Android.
Auch durch Margin 21 empfehle ich immer. Die kann so gut blinken und hat guten Damage. Meinetwegen physischen C17 und. Also, ihr könnt das Team so vielfältig aufbauen. Übrigens, mir fällt gerade auf, wir haben jetzt die Batters Rotation. Wir haben einfach jetzt alle Cells dabei. Geil. Ich will aber jeden auf sein 18er bekommen. Aber hier hat er 1,7. Hier hat er auch 1,7. Okay, fangen wir hier mit deinem 18er an. Dann kriegst du deinen 18er, hoffe ich, ja. Und du hast natürlich keinen 18er, du kriegst nur einen 12er. Er hat natürlich zwei verschiedene SA. Der letzte, der SDR-Cell, aber egal. Okay, wir hätten jetzt eigentlich noch aus Demonstrationsgründen auch seinen 12. Finisher zeigen können. Jetzt sind wir halt auf 18er gegangen, aber egal. Ihr seht ja mal, wie die Cells zusammen abgehen. Also unglaublich, was da an Damage rauskommt. Bam! Und vor allem, die tanken ja auch wie sonst was, Alter. Dann kommt der hier wieder mit, auch mit seinen 2 Mio. Haut er richtig rein. Vor allem, ich hab den Cell, glaube ich, noch nie zur Wandlung bekommen. Ich hab noch nicht einmal Wandeln gesehen. Wenn es hier wandelt, ist das Typ sowieso. Also unendlich stark gefühlt. Also schon richtig geil. Schau mal, die stecken einfach alles weg. Jetzt kommt der hier noch ganz lässig. Hat zwar Typen Nachteil. Ich bin mal gespannt. Der Typen Nachteil geht bei den Gegnern ein bisschen tanken viel durch. Eine Mio mit Crit. Oh! Oh geil! Oh geil, wir kriegen noch die Transformation zu sehen. Richtig nice. Richtig nice. Geil. Ja. Wie gesagt, um C13 herum kann man noch ein anderes Team bauen. Auch mit dem Free-to-Play C14, C15. Also mit Androids habe ich einfach gelernt, es gibt so viele Kombinationsmöglichkeiten, so viele verschiedene Leader, die man nehmen könnte. So viele Möglichkeiten. Und ich schiebe ihn mal lieber nach vorne. Einfach aus dem Grund, dass ich Angst habe, dass das Team Android hier den guten Boy schon killt. Weil der Kampf, wie gesagt, sehr kurz wird und ist. Machen wir es einfach mal so. Ja. C13 oder Fusion C13, manchmal auch Super C13 oder so. Wie auch immer ihr nennen wollt. Zeig uns deinen besten Angriff hier. Zack. Zeig uns deine Super Attack. Er tankt schon mal gut. Gleich zweimal. Sehr schön. Ja, oh, so badass einfach. Boah, da kommen die Gefühle des 7. Films direkt wieder hoch. Richtig badass. So ein schöner SA. Hammergeil. Und noch gesealed. Völlig egal. Der Gegner ist schon tot. Da war ja gefühlt gar nicht erst da. Also Barbara hätte nicht mal zum ersten Schlag ansetzen können, gefühlt. Also schon brutal. Also Androids, wie gesagt, es gibt 5 Milliarden Möglichkeiten, dieses Team zu bauen. Baut es, wie ihr wollt. Es kann einfach so viel. Es ist unnormal stark. Ihr könnt so viele Lieder nehmen. So viele verschiedene Lieder. Ihr könnt also, ja, und so viele Cells, so viele Androids. Ach ja, es gibt auch noch die klassischen L-Androids, die man aus dem Fenster hatte, die AGL. Die hätte man natürlich auch mit reinnehmen können. Wir hätten auch Super C17 mit reinnehmen können. Ich finde die Kategorie vielfältiger gefühlt als Saiyan. Vor allem, weil hier irgendwie alle auch gescheiter linken teilweise. Also es ist hammergeiles Team. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt, auch wenn der Kampf wieder mal sehr kurz war. Die 7 Minuten stehen dadurch, dass ich natürlich schon auf dem Schlachtfeld war und ich dann noch meine Aufnahme hier vorbereitet habe, sprich, ja, ne? Also der Kampf ist deutlich kürzer als das, das kann man deutlich schneller schaffen. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!